Einmal sein eigener Chef sein, davon träumen viele. Doch gerade in Zeiten, in denen die Beschäftigungssituation sehr gut und die Arbeitslosenzahlen sehr niedrig sind, setzen nur wenige ihre Träume um. Die Handwerkskammer Reutlingen unterstützt junge Menschen, die einen eigenen Betrieb gründen möchten oder gegründet haben. Gemeinsam mit der IHK Reutlingen hat die Kammer jetzt Gründer und Jungunternehmer aus dem Zollernalbkreis zu einer Bustour eingeladen. Die Technologiewerkstatt in Albstadt-Tailfingen. Hier trafen sich Gründerinnen und Gründer zu einem etwas ungewöhnlichen Busausflug. Ein Reutlinger Stadtbus, beklebt mit Werbung für die Handwerkskammer Reutlingen, fuhr Jungunternehmer, Studenten und andere, die von der eigenen Firma träumen, durch den Zollernalbkreis. Wir wollten auch mal Mut haben und neue Wege gehen und haben uns erhofft, dass durch diesen Austausch mit erfahrenen Unternehmern und diese lockere Gruppe, dass wir da einfach mehr Impulse setzen können als durch so eine klassische Messe, wo man von Stand zu Stand geht und sich rumfragen muss. Das Konzept kam an. Mehr als 50 Anmeldungen, da wurde es im Bus schon voll. Handwerker und Kreative, Studenten und Jungunternehmer, für sie alle ging es nach Biesingen. Das Ziel: Willi Meier Holzbau. Ursprünglich Zimmerei und Sägewerk, doch dann ging es bergab. Ich hatte auch zwei folgende Jahre, wo ich schlechte Zahlen hatte und ich war gezwungen, was zu machen. Weil ich habe gesehen, es geht so nicht weiter. Entweder verändere ich was, mache ein neues Produkt, weil so wie es damals war, war abzusehen, es wird sich nichts ändern. Also stieg Willi Meier in den Fertighausbau ein. Jetzt baut er Häuser, unter anderem in Schweden, aber vor allem in der Region Neckaralb. Pro Woche ein Haus, insgesamt hat er schon 400 gebaut. Auch Rudolf Loder von Gotha Wäsche in Albstadt-Tailfingen hat schon alle Höhen und Tiefen eines Unternehmers mitgemacht, hat die Produktion nach Bangladesch verlegt, wurde dort übers Ohr gehauen und kam dann zurück. Jetzt ist er mit der Marke Merz bei Schwanen sehr erfolgreich. Sogar Brad Pitt trägt Wäsche aus Albstadt. Loders entscheidender Tipp an die jungen Unternehmer: Vorsichtig immer. Und dann vor allem müsst ihr schauen, mit wem sie zusammenarbeiten. Und immer darauf achten, dass man das nicht sich zu abhängig macht von den Leuten, also von anderen Leuten, also von anderen Unternehmen, ne? Dass man sich nicht auf einen Unternehmer versteift, ne? Und hingeht und dann sagt, jetzt gehen wir hin und machen nur zum Beispiel nur Unterhosen. Ne? Der dritte und letzte Teil, ein Talk im Technologiezentrum. Patricia Hensel produziert Taschen aus Müll. Christopher Keller ist als Elektriker in den elterlichen Betrieb eingetreten. Benjamin Ruf programmiert Apps. Und Robert Gehring hat ein Werbetechnikunternehmen. Sie alle sprachen über die schönen, aber auch über die Schattenseiten der Selbstständigkeit. Ich kann mich selbst verwirklichen, ich kann meinen Arbeitstag selbst einteilen, ich kann Kundenaufträge so annehmen, wie ich möchte. Ich muss nichts machen, wie jetzt bei einem Angestelltenverhältnis, da wo der Arbeitgeber mir sagt, ja, bitte jetzt diese Geschichte hier machen, 8 Stunden am Tag, sondern es ist einfach die Selbstverwirklichung und die Freiheit an sich. Ich sag mal, mein Bruder, der jetzt eine Festanstellung hat, er hat seine 30 Tage Urlaub, die habe ich leider nicht. Aber ich meine, klar, man bringt Opfer, es hat aber auch alles auch seine Vorteile. Ich bin mein eigener Herr, ich kann einfach das entscheiden, was ich möchte und habe niemanden, der mir jetzt irgendwelche Aufgaben vorgibt. Neue Impulse für Gründer, das hatte sich die Handwerkskammer Reutlingen vorgenommen. Die Teilnehmer des Abends gingen auf jeden Fall mit neuen Eindrücken nach Hause.